Direct action. Direct action. Direct action. Erfahrungen, Fragen und Zweifel, Tipps und Tricks. Eine Filmreihe aus der Projektwerkstatt. Ich kann sie einfach nur mit Nein beantworten. Ich bevorzuge kleine, überschaubare, direkte Aktionsformen. Ich stehe eigentlich mehr auf kleine Aktionen, die in Kleingruppen vorbereitet werden, die sie dann auch ausführen und auch die Erzählung und die Inhalte vermitteln, die den Leuten wichtig sind, die die Aktion durchführen. Ich glaube, ob das groß oder klein ist, gar nicht so wichtig, sondern eher ein bisschen, welche Möglichkeiten irgendwie man selber irgendwie da drin hat, um handeln zu können. Wenn ich da hängen geblieben wäre, also wenn ich nur sowas gemacht hätte, wenn ich eben nur zu Großaktionen gegangen wäre, dann hätte ich sehr schnell aufgehört mit Aktivismus. Um diesem Gefühl der Ohnmacht, welches wir vielleicht jeden Tag erleben in dieser Welt, was entgegenzusetzen, können große Aktionen vielleicht so ein bisschen den Druck aus dem Kessel nehmen, wie so ein Ventil sein, aber dann irgendwie nicht mehr die Motivation übrig lassen, weiter aktiv zu bleiben, weil jetzt erstmal was passiert ist und damit auch irgendwie ein Sättigungsgefühl eintritt. Ich gehe gern auch auf größere Aktionen, vor allen Dingen dann, wenn sie aus vielen autonomen kleinen Aktionen bestehen, die sich gut aufeinander beziehen und kooperieren, also nicht zentral gelenkt sind. Also es gab so eine Kreuzfahrtblockade in Kiel und die war schon relativ groß, relativ für das, was ich sonst so mache. Also da waren so um die 50 Leute, ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Ende-Gelände-Aktion, wo mehrere tausend Leute mitmachen. Aber sie hatte doch schon eine Größe erreicht, wo die Organisation anders ablief, als es bei kleineren Kleingruppenaktionen der Fall ist. Ich mache gern große Aktionen, denn wir haben zum Teil ja auch große Gegner und große Themen zu verschieben. Ein Beispiel wäre, dass wir den VW-Konzern 2019 erstmals attackiert haben mit einer Aktion, die aus vielen Kleingruppen bestand, die sich miteinander in Verbindung setzten, kooperiert haben, aber alle Kleingruppen ihr eigenes Ding gemacht haben. Und so gelang es, diesen großen Konzern an seinem Hauptstandort unter Druck zu setzen, indem wir ganz viele Sachen blockiert haben und auch sehr viel Inhalt rübergebracht haben. Angekündigt, das ist ein Thema, ein Termin, der gesetzt wird. Da ist die Presse, wie ich sehe, beim letzten Ende-Gelände pro Finger gab es wahrscheinlich 10 Fotografen. Das war gut bestückt. Also das hat schon Öffentlichkeit erreicht, aber super planbar. Also die Unternehmen können sich darauf einstellen, die Polizei kann sich darauf einstellen und dezentrale Kleingruppenaktionen sind viel unberechenbarer und können auch zum Erfolg verhelfen. Und deswegen plädiere ich dafür, dass es irgendwie zusammen abgestimmt wird. Es ist ja Platz für vieles. Das Verhältnis zwischen Kleingruppenaktionen und groß geplanten Aktionen kann, glaube ich, richtig gut sein. Zum Beispiel bei der IAA, finde ich, hat es gut funktioniert, wenn beides sich gut ergänzen kann und parallel passiert. Ich glaube, dass es schon viele selbstorganisierte Kleingruppenaktionen gibt. Medial habe ich das Gefühl, dass die nicht immer so weitreichend sind wie die großen Aktionen, weshalb ich den Eindruck habe, dass es mehr große Aktionen gibt. Große Aktionen können sich mit kleinen selbstorganisierten Aktionen gut ergänzen. Das Problem ist nur oft, dass in der
medialen Außenwahrnehmung die großen Aktionen die kleinen schlucken und man dann nichts mehr von den kleinen mitbekommt, gerade wenn sie parallel zeitgleich stattfinden. Große, auch überregionale Aktionen und lokaler Widerstand schließen sich überhaupt nicht aus. Nein, sie können sich sogar gegenseitig fördern, wenn es kooperativ gelingt, die miteinander zu verknüpfen. Bei großen und bei selbstorganisierten Aktionen kann man darauf achten, wie man die zum Beispiel zeitlich timet, in welcher Reihenfolge man sie macht, sodass sie sich gut ergänzen und aufeinander aufbauen. Auch große Aktionen können ihre Berechtigung haben, weil sie Menschen einladen, sich zu politisieren, weil sie Menschen irgendwie an das Thema heranführen. Und ich erinnere mich, dass ich selber damit auch angefangen habe, eher auf großen Aktionen zu sein, wie Blockupy oder Ende Gelände, wo ich also einen Zugang dazu bekommen habe, wie politische Intervention funktionieren kann. Es bräuchte beides mehr in der Gesellschaft, aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann lieber viele kleine Aktionen. Ich halte die meistens für schlagkräftiger. Ich würde mir mehr unabhängige, selbstständige Aktionskleingruppen wünschen, die eben lokal, aber manchmal auch überregional eigene Aktionen machen. Die Menschen, die Kleingruppenaktionen machen, glauben natürlich oft daran, dass diese Art und Weise des Patentrezeptes und die Menschen, die Großgruppenaktionen machen, die glauben auch daran, dass sie die beste Methode haben. Tatsächlich glaube ich, ist es ein Mix aus beiden. Also sowohl Kleingruppenaktionen als auch große Aktionen führen dazu, dass es eine Bewegung gibt, die sich selbst stärkt und ein Thema vorantreibt. Wenn Menschen Energie in große Kampagnen stecken, muss man da, denke ich, dann schon darauf gucken, wessen Stimmen in dieser Kampagne gehört werden und ob man gerade Stimmen von marginalisierten Menschen mit einbezieht oder halt nur von denen, die halt eh schon relativ viele Privilegien bei einem Thema haben. Ich gehe gerne auf eine große Aktion, wo ich nicht nur Rädchen im System bin, sondern wo ich genauso wie alle anderen Menschen mit eigenen Ideen mitmachen kann, die Inhalte transportieren kann und es insgesamt eine Kooperation dieser unterschiedlichen gibt. Also wenn das nicht untergeht in einer hierarchischen, auf ein Label oder auf Spendenkonten orientierten Gesamtaktion, sondern wenn wir massive Wirkung entfalten und dabei auch die Individualität, die Unterschiedlichkeit der Menschen zum Ausdruck kommt. In der Regel schon, ja. Wenn es keine Absprachen stattfinden, sehe ich ein Problem zwischen Großorga, Großgruppen, die ein Thema setzen und dann andere Gruppen, die häufig zum gleichen Thema arbeiten, total übergehen. Zum Beispiel die große NGO, die gerade sagt, ja, wir machen jetzt eine dezentrale Demo in Berlin. Ohne nachzufragen, ist es gerade strategisch der richtige Moment politisch, ohne dass es eine bewegungsinterne Debatte ist. Also die setzen das und die anderen müssen hinterher, oder die setzen die Großorga wird ihr Termin setzen und gar nicht checken, dass gleichzeitig eine kleinere Gruppe was auch gleichzeitig vorhatte. Wenn es so ein allgemeines Label gibt, eine große Kampagne, unter der viele Akteure sich versammeln können, da liegt es schon nahe, dass irgendwie so kleine, autonome Gruppen sich vielleicht, wenn sie sich nicht anschließen, da außen vor bleiben? In der Praxis verdrängen große Aktionen häufig den lokalen Widerstand. Denn sie gehen aus von den großen Playern, denen es um Imagepflege, Hierarchieaufbau und um Spendensammeln geht. Und dabei überfahren sie eher die lokalen Initiativen. Ja, sie haben sogar ein Interesse daran, dass der lokale Widerstand nicht selber Kampagnen ausbildet, weil er dann die Aufmerksamkeit auch auf die eigenen Forderungen lenken würde. Das ist natürlich grundfalsch. Aber so müsste es nicht sein. Tatsächlich könnten die Dinge sich auch gegenseitig fördern. Das heißt, große Aktionen könnten die lokalen Zusammenhänge empowern, könnten deren Forderungen in einen Gesamtzusammenhang stellen und dann könnte sich das auch gegenseitig fördern. Nur leider wird es so selten gemacht. Dass große Kampagnen und Events Alltagswiderstand verdrängen, ich glaube, das kommt so ein bisschen aufs Thema an, weil zum Beispiel beim Thema queerer Aktivismus, da gibt es zwar schon die jährlichen CSDs, wo dann irgendwie alle einmal im Jahr irgendwie groß Party feiern können, aber gerade bei dem Themenbereich müssen Menschen ja Alltagswiderstand leisten, allein dadurch, dass sie halt da sind, dadurch, dass sie existieren, dadurch, dass sie halt irgendwie auf diskriminierende Bemerkungen reagieren. Und ich glaube, da
kann halt quasi sowas Großes, das andere gar nicht verdrängen. Mein Gefühl ist teilweise auch, dass es kaum lokalen Widerstand mehr gibt, einfach weil die Menschen sich gar nicht mehr als Teil des politischen Diskurses verstehen. Das heißt, da ist nicht unbedingt dann die große Kampagne dran schuld, sondern der Rest der Gesellschaft. Wenn es eine Absprache gibt, dann ist es auch möglich, dass er sich ergänzt und nicht in Konkurrenz steht. Das kann auch seinen Nutzen haben. Das kann auch für eine kleine Organisation von Nutzen sein, dass was mit größerer Öffentlichkeit dazu kommt, um sie überhaupt bekannter zu machen. Dass es diese Kampagne Ehe für alle gab, aber dass da halt dann auch nur monogame Zweierbeziehungen gefördert werden und Menschen, die überhaupt Bock auf eine Ehe haben, aber dass halt so andere Beziehungskonzepte komplett außen vor gelassen wurden. Ich würde eher die Frage stellen, wer kann überhaupt auf Alltagswiderstand verzichten? Und gerade Menschen, die halt irgendwie im Alltag von Diskriminierung betroffen sind, die im Alltag auch von Angriffen und Anfeindungen betroffen sind, das sind ja auch welche, die nicht im Alltag auf Widerstand verzichten können. Selbst wenn sie ab und zu großen Kampagnen daran teilnehmen oder an großen Demos teilnehmen. Großorga neigen genau dazu, dann zum Beispiel für die ganzen Spenden einzusammeln, die ganzen Gelder, sodass dann die kleinen Gruppen vor Ort mit weniger Mittel. Klar und deutlich, ja. Ja, absolut. Zum einen appelliert das so ein bisschen an die eigene Faulheit. Es ist irgendwie alles gemacht, man braucht da nur noch hinkommen. Zum anderen aber, wenn alles schon vorgeplant ist und durchorganisiert ist, dann wird von den OrganisatorInnen, glaube ich, auch gar nicht mehr gewünscht, dass da andere Sachen stattfinden und werden entsprechend bekämpft oder unterdrückt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass durch große Organisationen im Lokalen die Menschen von lokaler Arbeit abgehalten werden, um stattdessen in den großen Kampagnen mitzuarbeiten und dann eben auch nicht mehr so viel Energie für die lokalen Arbeiten übrig haben. Zum Beispiel im Dannenröder Forst sind viele Menschen auch dann in die große Organisation Waldstadt Asphalt hinübergegangen und machen dort eher Kampagnenarbeit, anstatt vor Ort lokal Widerstand zu unterstützen. Ich glaube schon, dass Teilnahme an großen Aktionen Leute ausbremsen kann, weil es selbst da Hierarchien gibt, die dich dann davon abhalten, das zu machen, was du machen möchtest. Es ist natürlich viel einfacher, sich einer vorgedachten Aktion anzuschließen, bei Ende Gelände in einem Finger mitzulaufen, auf irgendeine Unterschriftenliste zu unterschreiben, bei irgendeiner Demo mitzulaufen. Und es ist die Frage, was würden Leute machen, wenn es all das nicht gäbe? Und bestimmt würden nicht alle Leute stattdessen nichts tun. Bestimmt würden auch nicht alle Leute stattdessen eigene Aktionsideen entwickeln. Aber ich glaube, es werden schon ein paar mehr Menschen, die kreativere und, glaube ich, auch wirkungsvollere Aktivitäten vor Ort entwickeln und auch durchführen würden, wenn es eben diese vorgedachten Großapparate nicht gäbe. Wenn man zum Beispiel eine große Kampagne mit einer Petition hat, dann besteht die Gefahr, dass Menschen sich denken so, ah ja, ich habe ja jetzt schon die Petition unterzeichnet, da habe ich ja meinen Part schon geleistet und muss nichts mehr anderes tun. Manchmal habe ich den Eindruck, dass große Aktionen schon Alltagswiderstand verdrängen. Wenn zum Beispiel für große Mobilisierungen wie Ende Gelände oder zur IAA mobilisiert wird und auf der anderen Seite aber dann durch die mangelnden Kapazitäten weniger Sachen lokal passieren. Also weniger kleine Verkehrswendeaktionen, die Leute zum Nachdenken bringen. Mir fällt da auch ein ganz gutes Beispiel ein. Ich war einmal in meinem Leben vor ein paar Jahren auf so einer Ende Gelände-Aktion, einfach um mal zu erfahren, wie das da so abläuft. Und bin in so einen Finger reingegangen und wollte mir einfach mal dieses Erlebnis anfühlen. Und wir sind dann in diesem Finger gelaufen, hinter einer oder mehreren Führungspersonen her, die dann immer gesagt haben, wo geht's hin? Die ganze Gruppe hatte überhaupt keine Ahnung, wo es hingeht. Aber es war ja um alles gekümmert. Die einzelnen Menschen, die da mitgelaufen sind, mussten sich nicht groß überlegen,
was sie jetzt tun, sondern sind einfach einer Führungsperson hinterhergelaufen. Und das war klar, ja, irgendwann am Ende geht's auf die Schienen oder auf ein Kraftwerkgelände oder sonstige was. Aber man musste sich keine Gedanken machen. Und irgendwann ist der Kontakt zu der Führungsperson abgebrochen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war, ob die verschwunden ist oder verhaftet wurde oder sonstige was. Auf jeden Fall war diese Führungsperson nicht mehr da. Und die Gruppe war völlig verloren. Und wir haben dann mit 2, 3 Leuten versucht, diese Gruppe zu organisieren, beziehungsweise, dass die Gruppe fähig ist, selbst Entscheidungen zu treffen. Aber dieses Mindset war so ausprogrammiert von Anfang an, dass das ganz, ganz schwierig war, diese Gruppe dazu zu bringen, eigene Entscheidungen zu treffen, was sie jetzt machen wollen, als diese Führungsperson, auf die sich die ganze Zeit verlassen wurde, verschwunden ist. Es ist für die Menschen sehr bequem, dahin zu gehen, diesen Full-Service zu genießen. Ich muss mir keine eigenen Gedanken machen, ich muss nicht selber was vorbereiten und kann mich dennoch mit dem Mäntelchen des Radikalen umgeben. Und dann warte ich auf die nächste große Aktion, statt zum Beispiel bei mir lokal oder in Themen meines Interesses selber aktiv zu werden, mit Leuten selber was organisieren. Direct Action steht oft am Anfang. Mit spektakulären Aktionen wird ein neues Thema in Gang gebracht, wird ein Konfliktort geschaffen, wird eine Auseinandersetzung in die Medien gehoben. Und dann, wenn das erreicht ist, kommen die großen Player und sahnen so ein bisschen ab. Die bringen selten was in Gang, sondern sie kommen dann, wenn viele Spenden zu machen sind, wenn man neue Mitglieder werben kann oder auch neue Adressen einfach, um wieder Spenden zu akquirieren. Die sind dann da. Aber die sind dann irgendwie auch wichtig, weil sie das Ganze dann nochmal verstärken. Dann wird es zu einer Massenaktion, siehe rund um den Hambacher Forst, um den Dannenröder Forst und bei anderen Aktionen. Die Nachteile, wenn große Player dazukommen, ist in der Regel, dass die Leute, die vor Ort viel aufgebaut oder viel gemacht haben, auf einmal weniger zu sagen haben. Ist es so, dass es meistens die Leute, die angefangen haben, dazu was zu machen, vollkommen aus der Geschichtsschreibung verdrängt werden. Ein Beispiel für Verdrängung ist auch, wenn davon gesprochen wird, dass irgendwo das erste Klimacamp wäre und es schon Jahre davor Klimacamps gab, nur halt in viel kleinerem Rahmen. Die Nachteile, dass die Forderungen oft eingebuttert werden und extrem abgeschwächt werden, weil große Player entweder jahrelange Entscheidungsprozesse dazu führen, was sie jetzt fordern und was nicht, oder weil sie was zu verlieren haben. Ja, den ursprünglich radikalen Inhalten geht halt immer was verloren, wenn dann die großen Player übernehmen, die unter Spendendruck stehen oder unter Beliebtheitsdruck der Öffentlichkeit. Ein Beispiel wird mir da die Waldbesetzung im Hambacher Forst einfallen, die halt klar als anarchistisches, selbstorganisiertes, hierarchiekritisches Projekt auch gestartet hat und wo das gerade in den ersten Jahren sehr wichtig war. Und ab dem Moment, wo halt größere Player mit eingestiegen sind 2018, ist das halt völlig in den Hintergrund geraten und es wurde halt reduziert auf ein, ah ja, wir setzen uns irgendwie ein für Klima und Umwelt und sitzen da friedlich und gewaltfrei im Wald. Der Vorteil, große Player haben großes Mobilisierungspotenzial. Das heißt, wenn die über Social Media aufrufen, kommen viele Leute. Also es gibt auf jeden Fall den Vorteil, dass größere Player nochmal eine andere Reichweite haben, nochmal andere Zielgruppen haben und ich denke mal auch gerade Menschen im bürgerlichen Spektrum oft auch besser in einem größeren Maßstab erreichen können und auch in den Medien besser gehört werden. Also der Vorteil auf jeden Fall, dass wenn die großen Organisationen das übernehmen, dass man sich dann selbst nicht mehr drum kümmern muss. Manchmal sind wir immer ein bisschen traurig, wenn wir Themen anstoßen und dann große NGOs, Bündnisse kommen und die Themen übernehmen, vielleicht sogar kapern. Eigentlich bin ich da immer ganz froh drüber, weil dann können wir uns endlich dem nächsten großen Thema widmen oder neue Impulse setzen. Also ich sehe das gar nicht so, als dass die übernehmen und dass wir dann da verlieren, sondern dass wir Impulse geben, die irgendwann dadurch erfolgreich werden, dass sie von großen Kampagnen mit übernommen werden. Ich finde, dass es sehr auf die konkrete Situation ankommt, wie gut es ist, dass eine große Organisation mitmischt. Aber es besteht immer auf jeden Fall vordergründig das Risiko, darauf müssen wir achten, dass es einfach komplett gekapert wird und auch sowohl von der Öffentlichkeit Wirksamkeit, aber auch die Inhalte. Das finde ich problematisch.
Aber es kann auch eine Zusammenarbeit entstehen von einer kleinen Aktion, die plötzlich bundesweit bekannt wird, weil eine größere Gruppe, größere Organisation die unterstützt.